Heute schauen wir uns einmal die Take-Two Interactive Aktie an. Bei dieser Aktie geht es hier um Gaming. Und wir sehen jetzt hier den Wochenchart hier vor uns, also hier den Trend der letzten Jahre bis Jahrzehnte. Und sehen hier einen recht schönen Aufwärtstrend, der sich hier über die Jahre gebildet hat. Und ja, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, meine Trading-Performance live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Trading-Performance und auch meine Trading-Performance hier im Vergleich zu den großen Aktienindizes. Und ich erkläre euch jetzt hier mal meine Strategie hinter dieser Aktie, hinter diesem Trade. So, also Punkt Nummer 1 ist hier für mich wichtig. Ich möchte hier nur kaufen, also nur einen steigenden Markt reinkaufen. Ich möchte auch nur einen Trend sehen, also einen Aufwärtstrend sehen. Und wie wir das hier sehen, sehen wir den hier ganz klar. Die Strategie zielt ab, dann in der Korrektur reinzukaufen. Also wenn wir unten stehen, am besten hier unter dem roten gleitenden Durchschnitt oder zwischen den gleitenden Durchschnitten, dann möchte ich hier in diesen Trend wieder reinkaufen, um den nächsten Impuls mitzunehmen. Also hier, diese zwei Linien sind die gleitenden Durchschnitte. Die rote Linie ist ja der Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Und hier die grüne Linie ist der Durchschnitt des letzten Jahres, circa ungefähr. Und die zeigen immer die Trenddynamik an, die Trendstärke und ob wir jetzt eben eher teuer oder aktuell günstig in diesem Trend sind. Sind wir hier weit über dem grünen Durchschnitt, sind wir eher teuer und haben ein Rückschlagpotenzial. Sind wir hier unter dem roten Durchschnitt, sind wir recht günstig und haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trend hier auch recht zügig wieder in Fahrt aufnehmen möchte. Jetzt habe ich ja gerade was von Impulskorrektur erzählt. Das zeichne ich hier jetzt mal schnell ein. Zum Beispiel, wenn wir hier mal schauen, hier ist der Impuls. Also hier geht es zügig nach oben und dann kann man hier so eine Art, also eine recht langfristige Korrektur. Also wenn wir hier das als Kästchen einzeichnen wollen, also hier nicht so diese komplette Phase hier. Hier ist so eine Art Korrektur, hier geht es so seitwärts rein. Und wir sehen auch hier in dieser Phase hier zweimal, dass der Markt hier eben in den gleitenden Durchschnitten ist. Das sehen wir in dieser Phase oder auch in dieser Phase. Und wir sehen dann, dass wenn der Markt in dieser Phase ist, es auch immer wieder interessant ist, hier reinzusteigen, da der Markt dann recht zügig auch steigern kann. Und jetzt was ganz Ähnliches haben wir jetzt eben auch gerade aktuell wieder. Wir haben hier den Impuls und dann darauf folgend sehen wir hier die Korrektur, schön dreiwellig. Das möchte ich auch immer gerne sehen. Also hier runter, hoch, runter, also sozusagen drei Wellen geht es hier runter. Und wir sind jetzt eben auch unter der 200-Wochen-Linie. Gleichzeitig können wir hier so eine Art Steigungskanal einzeichnen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn der Markt hier im Trend, sind wir ja, wie wir jetzt mittlerweile herausgestellt haben, der Markt schießt hier unter diesen Kanal kurz drunter und gibt sofort wieder Gas. Also zeigt hier dann wieder Stärke, schließt per Wochenschlusskurs wieder in diesem Kanal. Ist gerne ein Zeichen, dass wir hier den Trend hier tatsächlich auch fortsetzen können. Gleichzeitig sind wir jetzt ja auch schon einiges, haben wir schon eine große Korrektur hinter uns. Also wir sind jetzt schon in der Spitze auf 52% korrigiert. Aktuell sind wir immer noch 40% vom Allzeithoch entfernt. Also diese Aktie hat ja schon eine schöne Korrektur hinter sich. Ich gehe davon aus, dass der Trend sich weiter fortsetzt, weil der Trend geht meistens länger, als man denkt. Und da ich rein auf charttechnische Preis-Action hier schaue, nicht auf fundamentale Daten, ist für mich eben das ausschlaggebende Kriterium, der Trend und in den Trend günstig reinzukommen und dann eben auch wieder auszusteigen. Ich möchte hier das Vierfache mitnehmen von meinem Risiko, was ich riskiere. Also ich möchte dann hier oben bei der 235 circa wieder aus dem Markt heraus und würde mich dann einfach auch wieder nach anderen spannenden Möglichkeiten hier Ausschau halten. Ja, das soll es auch direkt gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, hier die kurze, schnelle Analyse, freue ich mich über einen Daumen hoch zu dem Video. Ich werde hier weiterhin meine Performance hier transparent aufzeigen. Wenn euch das gefällt, bleibt dran, abonniert den Kanal und dann sage ich, hören wir uns im nächsten Video wieder.